In einer meiner letzten Selbstmanagement 101 Folgen bin ich darauf eingegangen, wie Aufgaben in den Kalender kommen. Ich habe Timeblocking erklärt und auch das Tool der idealen Woche. Dazu hattet ihr viele Fragen. Ich habe 4 ausgewählt, die exemplarisch für alle Fragen stehen. Auf die gehe ich hier in dieser Selbstmanagement 101 Folge ein. Unter dem Oberbegriff, wie erfasse ich Aufgaben richtig? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, und viele von euch hatten Fragen zum Erfassen von Aufgaben. Wie mache ich das richtig? Wo notiere ich mir die, gerade wenn ich auch keine Aufgabenliste, wie ich es tue, führe? Ich lese die erste Frage mal vor von 4 Stück, die mir gestellt wurden. Hier unten übrigens im Video findet ihr die Fragen und auch diese Springpunkte, sodass ihr direkt an die richtige Stelle im Video dann auch springen könnt. Also die erste Frage. Hallo Lars, vielen Dank für deine tollen Sendungen. Ich glaube, du hast die erste Frage in der Sendung von Peter nicht so beantwortet, wie ich glaube, dass er sie gemeint hat. Vorgelesen hast du, wo notierst du dir die Aufgaben, die du in der geblockten Zeit erledigen möchtest? Dabei gehe ich davon aus, dass allen klar ist, dass du die Aufgaben, wenn du die Woche planst, in Blöcke schreibst, in denen du die Aufgaben erledigen wirst. Somit ist deine Antwort aus der Sendung. Viel interessanter ist aber die Frage, wo du dir die Aufgaben notierst, die du nicht konkret in einen Block in der kommenden Woche oder in den kommenden Wochen eingeben kannst. In deiner Anmoderation hast du gesagt, dass du keine Aufgabenliste führst, weder digital noch analog. Keine To-Do-App, etc. pp. Du planst ausschließlich mit dem Kalender. Daraus folgt entweder, dass du nur Aufgaben annimmst, wenn du auch sofort einen konkreten Block in deinem Kalender dafür bindest, oder du merkst dir all die Aufgaben im Kopf, bis du sie konkret im Kalender verplanst. Denn eine Aufgabenliste führst du ja nicht. Dazu ein Beispiel. Du fährst Auto, ein Anruf kommt rein. Mr. Wichtig, die Welt steht in Flammen. Nur du und er können die Welt retten. Es gibt 10 Dinge zu tun. 5 für ihn, 5 für dich. Du antwortest sehr wahrscheinlich, dass er dir das nochmal per E-Mail schicken soll. Du kannst gerade die Hände nicht vom Lenkrad nehmen und die Aufgabe in den Kalender einzutragen. Aber was machst du dann, wenn du das nächste Mal an deiner Mailbox sitzt? Wo schreibst du dir die Aufgaben hin? Verplanst du alles sofort im Kalender oder nimmst du die Aufgaben erst einmal irgendwo hin? Vor allem, wenn lineare Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Aufgaben bestehen. Aufgabe E kann erst gemacht werden, wenn C fertig ist und hängt unmittelbar vom Ergebnis von C ab, etc. Ich hoffe, das ist nicht zu kryptisch formuliert. Vielen Dank für deinen tollen Content und beste Grüße. Ja, vielen Dank für diese tolle Frage. Viele, viele Fragen da drin. Ja, erstmal nein, ich führe weder digital noch analog eine Aufgabenliste. Kann ich auch nur jedem von abraten. Dazu gibt es ganz, ganz viele gute Gründe. Werde ich hier im Selbstmanagement 101 auch nochmal drauf eingehen. Mein Kalender ist neben dem digitalen Kalender, den ich natürlich führe, weil ich hier in einem Team unterwegs bin. Wir gucken uns gegenseitig auch in den Kalender, können uns auch zu Terminen einladen und solche Sachen. Führe ich einen analogen Kalender. Dort liegt er auf meinem Schreibtisch. Das ist der Fokusplaner. Ja? Dort übertrage ich einmal in der Woche meine digitalen Termine, die ich im digitalen Kalender habe, so ist es richtig, übertrage ich dorthin und da kann ich mir dann auch noch Notizen dazu machen und auch mal ein paar kleinteilige Sachen aufschreiben. Also nein, ich führe keine Aufgabenliste. Zu deiner Frage, wo notiere ich die denn jetzt, wenn was Konkretes reinkommt? Jetzt hier Mr. Wichtig, Welt retten hast du gesagt. Ja, was würde ich dann tun? Relativ einfach. In dem Fall würde ich so gucken, wo kann ich diesen Block in meinem Kalender unterbringen? Und ich würde mir sofort einen Block im Kalender reservieren, weil Weltretten, das ist was Wichtiges. Ja, das duldet keinen Aufschub. Soll ich vielleicht heute machen oder morgen oder übermorgen sofort? Aber ich würde mir wirklich dafür direkt einen Block reservieren. Abhängigkeit A von B, C von D, glaube ich, wenn man sich selbst seine Aufgaben irgendwie organisiert, ist das Overplanning. Also das ist viel zu viel Gedanken machen mit Abhängigkeiten. Das braucht man für große Projekte, Riesenteams, die man da organisiert. Aber wenn man das für sich selber macht, braucht man das aus meiner Erfahrung nicht. Also wenn es so eine Weltrettengeschichte ist, sofort im Kalender einen dicken Block reinsetzen und dann wirklich dann auch einen Termin mit sich selbst machen, dran halten und die Aufgabe abarbeiten. Jetzt kann es ja auch sein, ich sitze im Auto, mir kommt ein Geistesblitz. Ah,
das wäre doch mal eine gute Content-Idee, da könnte ich mal hier ein YouTube-Video oder einen Podcast zu machen. Wenn das der Fall ist, dann schreibe ich mir das in meinen Ideenspeicher. Der Ideenspeicher ist für alle meine Geistesblitze da, wo ich noch gar nicht weiß, ob ich sie überhaupt mache und vor allen Dingen, wann ich sie erledige. Ja, es kann zum Beispiel sein, dass mir so ein Geistesblitz mit einer Content-Idee kommt und ich hinterher feststelle, ich gucke da nach einer Woche nochmal rein, nee, das war nichts. Mache ich nicht, streiche ich wieder. Aber vielleicht war die Idee gar nicht so schlecht und dann sage ich, okay, vielleicht verplane ich sie mal in den nächsten Wochen. Und dafür gibt es den Ideenspeicher. Der ist unter anderem auch in meinem Fokusplaner. Den gibt es aber natürlich auch digital für diejenigen von euch, die es digital machen. Dazu habe ich übrigens hier meine Folge gemacht im Selbstmanagement 101 hier auf YouTube. Findet ihr aber auch auf meinem Blog unter larsbobach.de. Einfach mal oben in die Suche Ideenspeicher eingeben und da werdet ihr garantiert fündig. Ja, also das sind so die Geistesblitze. Und jetzt kommen die Dinge, die ich mal so erledigen muss. Zum Beispiel, mir fällt ein, der Kunde, der wollte sich doch vor 2 Wochen schon mal melden zu meinem Angebot, hat er immer noch nicht gemacht. Ich sollte da nächste Woche mal anrufen. Wenn ich jetzt kein CRM-Tool habe, wo ich das sowieso drin nutze, dann würde ich das jetzt in meinen analogen Kalender reinschreiben, irgendwo in die Timeline, wo ich da Zeit für habe und sagen, Kunde Meier zurückrufen oder nachfassen. Ich kann auch sein, dass ich einen Blog habe. Ich bin jetzt gar nicht mehr im Vertrieb tätig. Früher hatte ich einen Blog drin, nachfassen. Dann habe ich mir die Aufgabe in diesen Blog reingeschrieben. Aber da ich das jetzt nicht mehr mache und das wäre so eine Einmaligkeit, würde ich mir die einfach lose in meinem analogen Kalender notieren. Nicht in den digitalen, das wäre dann viel zu kleinteilig. Aber da kann ich mir die eben schnell mit reinschreiben und dann erledige ich die an dem Tag oder halt auch nicht. Ja, aber so gehe ich da vor. So, aber nochmal vielen, vielen Dank für die gute Frage. Kommen wir zur nächsten und die ist vom Mario. Der Mario fragt auch dazu. Lieber Lars, danke für die Antworten auf die vielen speziellen Fragen. Ich arbeite im Telekommunikationssektor, bin Geschäftsführer und gleichzeitig alleiniger Businessberater für die Geschäftskunden. Es kommen täglich Anrufe und E-Mail-Anfragen rein. Wie baue ich diese dann in einen Termin, sodass ich die Anfragen nicht vergesse? Und wo packe ich die E-Mail mit dem Text hin, damit diese wieder aufrufbar ist. Meistertask war eine Idee, aber kann ich die E-Mail dort 1:1 ablegen? Oder baue ich mir bei Google Mail einen Unterordner, Businesskunden, und arbeite diesen dann ab, damit ich gleichzeitig meinen Inbox Zero Plan verfolge? Danke für deine Ideen und für mein kleines Tun. Mario, sehr, sehr bescheiden und eine sehr gute Frage. Das geht bestimmt vielen so. Jetzt würde ich mich als erstes fragen an deiner Stelle, wie viele Anfragen sind es denn? Sind es weniger als 10, kommen so 5 rein, vielleicht mal 6 oder so, dann ist Meistertask vielleicht doch dein Ding. Weil du musst wissen, in Meistertask hat jede Spalte in jedem Board eine eigene E-Mail-Adresse und du kannst eine E-Mail sofort dorthin weiterleiten. Du könntest zum Beispiel für deine Anfragen eine spezielle E-Mail-Adresse einrichten, zum Beispiel business@ oder anfrage@ deine Domain. Und sobald dort eine E-Mail hingeht, landet die in dieser Spalte. So hast du in dieser Spalte immer das im Überblick, da ist auch der Text hinterlegt und. Dann kannst du dort dann abarbeiten. Dort kannst du auch mit einem Team abarbeiten, auch wenn du jetzt sagst, du arbeitest alleine, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Wenn jetzt aber wirklich viele Sachen da reinkommen, ja, wenn du jetzt sagst, das sind über 10, vielleicht 20, 30, 40 Anfragen, ne, am Tag, dann wird das nicht dein Tool sein. Dann ist das ist überfordert. Meistertask ist überfordert. Da würde ich wirklich zu einem Ticketsystem, so einem Helpdesk-System würde ich wechseln. Da musst du mal googeln, kenne ich mich nicht mit aus, aber ich kenne Kunden von mir, die nutzen solche Systeme, weil so viele Anfragen reinkommen, dass die da mit Meistertask einfach wäre da komplett überfordert. Wäre auch nicht so übersichtlich und dann kann man die Aufgaben auch nicht so gut hin und her schieben. Also bei wenig Anfragen, ich sag mal so 5, 6, also auf jeden Fall unter 10 kannst du mit Meistertask arbeiten, funktioniert gut. Nutz die Funktion, dass jede Spalte eine E-Mail-Adresse hat. Super. Und darüber hinaus mal mit einem Helpdesk oder einem Ticketsystem beschäftigen. Nächste Frage von Christian. Was hältst du davon, Aufgaben im Google-Kalender einzublenden? Ich nutze Todoist dazu, weil man mit dem Tool Zeitblöcke machen kann. Oder was hältst du von Tools wie Timestripe, in dem man 2 Ansichten hat, Checkliste und Zeitskala für Timeblocking? Also da halte ich gar nichts von. Ich halte nichts von digitalen Taskmanagern. Viel zu kleinteilig. Sie unterscheiden nicht zwischen dringend und wichtig. Fast 60% der Aufgaben, die erfasst werden in Taskmanagern, werden nicht erledigt. Sie sorgen für ein permanent schlechtes Gewissen. Sind sie überfällig, färbt noch alles rot. Also um Gottes Willen,
keinen Taskmanager, da bin ich überhaupt kein Freund von und von der Idee halte ich nichts. Und solche Tools wie Timestripe oder da kommt einmal im Quartal oder einmal im Monat oder einmal im Jahr, ist auch egal, es kommt immer wieder irgendein neues Tool, ein Produktivitätstool auf den Markt, was verspricht, jetzt damit hast du alles im Griff. Und ich hatte ja auch so ein Produktivitätsfimmel. Ich dachte ja auch, das nächste Tool ist es. Ich habe sie alle probiert und keins hilft. Weil eins muss dir klar sein, Christian, wir haben immer mehr zu tun, als wir erledigen können. Wir leben in einer existenziellen Überforderung. Wir, alleine durch unsere Existenz auf diesem Planeten, in diesem Land, sind wir grundsätzlich überfordert. Wir haben immer mehr zu tun, als die Zeit zulässt. Ja, wir können uns immer noch Dinge aussuchen. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, als wir Zeit haben. Deshalb sind wir immer überfordert. Wir müssen lernen, Nein zu sagen und Prioritäten zu setzen. Und ein Taskmanager macht genau das nicht. Wir packen alles rein und im Endeffekt rödeln wir. Wir landen direkt im Hamsterrad und an den wichtigen Dingen haben wir dann gar nicht gearbeitet. Deshalb kein Taskmanager und von der Idee mit dem Timestripe und so halte ich nichts. So, letzte Frage. Ist richtig? Ja, genau. Die letzte Frage vom Tobi. Der Tobi fragt, hallo Lars, erst einmal vielen Dank für das Video zum Timeblocking. Einfach und verständlich erklärt. Nun zu meiner Frage. Nutze meinen Kalender für das Zeitblocken auch schon sehr lange und bin damit sehr zufrieden. Allerdings habe ich folgende Frage an dich. Wo behältst du deine kleinen Aufgaben im Blick, die heute erledigt werden müssen? Planst du auch hier einen Tag einen Sammeltermin ein oder erledigst du diese zwischendurch? Insbesondere Telefonate, die sind ja nur schwer zu blocken, da man auch auf eventuelle Rückrufe angewiesen ist. Telefonate zu batchen und gebündelt abzuarbeiten wäre in meinem Verkäuferalltag zwar teilweise möglich, zum Beispiel an allen Kundenanfragen auf einmal abtelefonieren. Allerdings gibt es auch einzelne Telefonate, E-Mails, etc., die gleich zu Beginn des Tages erledigt sein müssen und nicht mit anderen Dingen verbunden werden können. Hoffe, du kannst mir hier einen Einblick in deine Erfahrungen geben. Ja, also aus dem Verkaufsthema bin ich schon länger raus, aber habe ich natürlich auch gemacht. Was habe ich gemacht? Ich habe mir so Sammeltermine gelegt, genau wie du es gesagt hast. Ich hatte Termine drin für Kundentermine, wo ich rausgefahren bin, Kunden beraten habe. Da waren feste Blöcke in meinem Kalender, wie in der idealen Woche. Schau dir das Video zur idealen Woche dazu an. Ne? Da hatte ich feste Vertriebsblöcke drin. Dann hatte ich feste Termine drin, wo ich Angebote erstellt habe, ne? Wo ich die vorbereitet habe. Meine Assistentin hat die geschrieben, ich habe sie vorbereitet. Feste Blöcke im Kalender, dass ich genau da gemacht habe. Für Telefonate das Gleiche, für Rückrufe das Gleiche. Wenn deine Assistenz oder deine anderen Kollegen wissen, der Tobi, der ruft nur an, in dem und dem Zeitraum können Sie den Kunden ja darauf hinweisen, sagen, der Tobi, der hat heute Telefonat zwischen 15 und 16 Uhr, da wird er sich bei Ihnen melden. Ja? Also diese festen Blöcke brauchst du als Sammeltermine und dann musst du das nicht kleinteilig erfassen. Dann kannst du zum Beispiel aus dem CRM-Tool sagen, okay, was sind die offenen Angebote? Heute ist 2 Stunden Nachfassen angesagt und dann setzt dich ans Telefon und machst ein Nachfasstelefonat nach dem anderen. Ist eh viel produktiver, effizienter, wenn man eine Sache mit dem gleichen Fokus, der gleichen Umfeld hintereinander wegarbeitet, als dass man immer wieder zwischen Dingen hin und her springt. Also da brauchst du Sammeltermine für, genau wenn du viele E-Mails hast, auch einen Sammeltermin jeden Tag, vielleicht 1 oder 2 zum E-Mail beantworten. Wirst du ja auch nicht jede E-Mail einzeln erfassen, sondern auch da Sammeltermine reinpacken in die ideale Woche und damit auch in deinen echten Kalender und dann erledigst du die auch. Ja, das waren eure Fragen. Vielen, vielen Dank dafür. Waren wirklich super Fragen. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, wie ihr Aufgaben erfasst, wenn ihr aber Fragen auch zu dem Thema Selbstmanagement an sich habt, schreibt mir eine E-Mail an frag-lars@lars-bobach.de oder hier unten natürlich in die Kommentare, gerne mit dem Hashtag fraglars versehen. Dann finde ich sie sofort und dann gehe ich hier in einer meiner nächsten Selbstmanagement 101 Folgen garantiert darauf ein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. War eine lange Folge, hat aber Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste. Ich freue mich auf eure Fragen und bis dahin wünsche ich euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao.